Willkommen zur Tumorsprechstunde. Im heutigen Film geht es um Lebermetastasen, wenn beide Hälften betroffen sind. Vis-à-vis von mir sitzt Professor Jan Schmidt. Er ist Viszeralchirurge und hat bereits mehrere tausend Leberoperationen durchgeführt. Professor Schmidt, Lebermetastasen, was heißt das, vor allem auch, wenn beide Hälften betroffen sind? Nun, die Lebermetastasen treten meist dann auf, wenn außerhalb der Leber im Magen-Darm-Trakt zum Beispiel ein bösartiger Tumor entsteht und sich einzelne Zellen von diesem Tumor in die Blutbahn begeben. Die können wandern. Sie wandern dann mit dem Blutstrom in die Leber und werden dort in dem feinen Kapillarnetz zurückgehalten und können dort dann wieder anfangen, sich zu teilen und sogenannte Tochtergeschwülste bilden. Und da der Blutstrom ja die gesamte Leber versorgt, ist es dem Zufall überlassen, wo diese Metastasen entstehen. Und häufig ist es eben so, dass sie an vielen Stellen auf beiden Seiten, also links und rechts, in den beiden Leberlappen entstehen. Früher galt dies als Todesurteil. Heute haben wir Techniken, wie wir auch solche Probleme in vielen Fällen noch heilen können. Vielleicht noch ganz kurz, wie bemerkt man Lebermetastasen? Ja, nun ist meistens so, dass der Primärtumor bekannt ist und dann werden die Patienten nachuntersucht und es kommt häufig dann eben die Nachsorge zum Auftreten von Lebermetastasen, sodass diese dann doch noch relativ früh erkannt werden. Aber in anderen Fällen ist der Primärtumor noch nicht bekannt und das erste Symptom sind die Lebermetastasen, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, manchmal auch Gelbsucht können späte Symptome sein von ausgeprägter Lebermetastasierung. Jetzt, man hat Lebermetastasen diagnostiziert. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Hierbei ist zu sagen, dass es sehr wichtig ist, dass die Behandlung von einem Expertengremium geplant wird. Es reicht nicht aus, wenn ein Arzt sich diesem Problem annimmt, sondern hier sind Experten aus der Onkologie, aus der Radiologie, aus der Chirurgie, aus der Pathologie, aus der Nuklearmedizin, also ein ganzes Spektrum von Experten gefragt und dies ist nur in einem gut funktionierenden Tumorzentrum möglich. Dort wird dann in der Regel der Patient vorgestellt mit seinen Röntgenbildern und Befunden und dann wird das Therapiekonzept festgelegt. Wenn jetzt beide Seiten der Leber betroffen sind, sodass man nicht mit einer Operation alles entfernen kann, muss man das Regenerationspotenzial der Leber ausnutzen. Die Leber ist ja das einzige Organ des menschlichen Körpers, das nachwachsen kann. Und bei einer gesunden Leber können wir bis zu 4/5, also 80% der Leber entfernen. Und die restlichen 20% können wieder nachwachsen bis nahezu auf die Ausgangsgröße. Dieses Potenzial kann man nutzen für die Leberchirurgie. Beispielsweise kann man erst die linke kleinere Hälfte von den Metastasen befreien, wenn dies möglich ist, und dann die linke verkleinerte Hälfte zum Wachsen anregen. Das kann man dadurch machen, indem man das nach rechts führende Blutgefäß in die rechte Leber unterbindet. Dann geht der gesamte Blutstrom in die linke Leber und sie wächst sehr stark innerhalb von 4 bis 6 Wochen, sodass man dann in einem zweiten Schritt die rechte kranke Leberhälfte entfernen kann. Aber es gibt auch andere Techniken, die man einsetzen kann. Vielleicht fragen sich auch viele Patienten, kann man nicht einfach eine Lebertransplantation machen? Ist das auch eine Möglichkeit? Das ist leider bei den häufigsten Metastasen, den sogenannten Dickdarmkrebs, keine Möglichkeit, weil wir gelernt haben, dass das Immunsystem eine entscheidende Rolle bei der Abwehr von Tumoren und bösartigen Tumoren spielt. Und wenn Sie eine neue Leber bekommen, müssen Sie Medikamente einnehmen, die Ihr Immunsystem um ca. 80% herunterfahren. Und das führt dann dazu, dass die Tumorzellen im Blut, die ja noch da sind, ganz schnell wieder in der neuen Leber anwachsen können. Man hat Versuche gemacht, durch Lebertransplantation so etwas zu heilen. Beim Dickdarmkrebs beispielsweise ist das nicht gelungen. Und welche Möglichkeiten gibt es, wenn man nicht primär operieren kann, wie Sie jetzt erwähnt haben? Der Onkologe spielt hier eine ganz wichtige Rolle, denn er kann mit den heute verfügbaren modernen Medikamenten eine Verkleinerung der Metastasen erreichen. Wenn zum Beispiel eine Metastase am Anfang an einem wichtigen Blutgefäß anliegt, weil sie sehr groß geworden ist oder sogar hineingewachsen ist, kann die Chemotherapie erreichen, dass sich dieser Tumor innerhalb von 3 bis 6 Monaten auf die Hälfte oder noch weniger zurückbildet und sich von wichtigen Strukturen wieder zurückzieht, beispielsweise wichtige Blutgefäße. Und dann kann die Operation im Nachgang nach Tumorverkleinerung erfolgen.
Eine andere Möglichkeit besteht im Einsatz von Sondentechniken. Hier gibt es zum Beispiel die mit Hitze funktionierende Radiofrequenzablation. Das ist eine Sonde, die von außen in die Metastase eingestochen werden kann. Und dann kommen so kleine Elektroden raus und dann kann man durch Hitzeeinwirkung, durch Stromgabe, diese Metastase verkochen und abtöten, auch mit einem Sicherheitsabstand. Andere Verfahren neuerer Art ist die sogenannte irreversible Elektroporation, ein ganz neues Verfahren, das es erlaubt, ohne strukturelle Schäden an benachbarten Gefäßen, wie beispielsweise Blutgefäße, Arterien oder auch Gallenwege, Metastasen, zu durchlöchern und die sterben dann ab, ohne dass die Nachbarstrukturen Schaden nehmen. Das ist also ein Verfahren, was dann zum Einsatz kommt, wenn zum Beispiel eine solche Metastase direkt an wichtigen Blutgefäßen sitzt, die die Leber mit Blut versorgen. Ein neues Verfahren, das wir erst seit kurzem zur Verfügung haben. Und bei all diesen Verfahren ist die Meinung, dass danach die Metastase noch operiert wird? Oder nicht immer, unbedingt? Nicht immer. Wenn sie zum Beispiel mit Hitze oder Strom abgetötet wird, muss diese Metastase nicht mehr entfernt werden. Sie ist ja dann abgetötet. Aber grundsätzlich gilt immer noch das Primat, wenn es operativ entfernbar ist, sollte das den Vorrang haben, weil wir dadurch in der Lage sind, einen Sicherheitsabstand einzuhalten und die Gefahr des Wiederauftretens an der gleichen Stelle geringer ist. Aber manchmal ist das eben nicht möglich und dann gibt es die Sondenverfahren, die auch noch eine lokale Heilungschance bieten. Welche Nebenwirkungen haben all diese Verfahren, die Sie erwähnt haben? Ja, man kann das nicht alles in einen Topf werfen, aber natürlich hat die Operation, je größer sie ist, auch ihre Risiken. Das ist ganz klar. Es kann Gallefisteln geben und auch entzündliche Komplikationen bis im schlimmsten Fall auch einmal hin zum Leberversagen. Und deswegen ist eben die Operationsplanung vorher sehr wichtig. Bei den Sondenverfahren, beispielsweise bei der Hitzeanwendung, sind zum Beispiel auch Entzündungen und Abszesse nicht so selten. Bei dem Stromverfahren gibt es recht wenige Komplikationen, weil dort die strukturelle Verletzung viel geringer ausgeprägt ist. Also da muss man jedes einzelne Verfahren für sich angucken. Aber grundsätzlich gilt, wie alles in der Medizin, alles, was man invasiv macht, birgt auch Risiken. Aber eben auch Chancen. Und wenn die Chance größer ist als das Risiko, dann muss man in einer solchen Situation sich zur Therapie entscheiden. Können Sie zu den Chancen noch Zahlen nennen oder ist das schwierig? Das ist nicht schwierig, weil es große Untersuchungen gibt, die das belegen. Grundsätzlich ist es so, dass wenn es gelingt, alle Metastasen auf beiden Leberlappen zu entfernen, auch diese Patienten eine Heilungschance haben. Man spricht zwischen 20% und 40%. In Einzelfällen sind sogar bis 50% Heilungschance beschrieben. Aber je mehr Metastasen es gegeben hat und je ausgeprägter die Leberbeteiligung ist, desto geringer ist natürlich auch die Chance, dass man wirklich noch eine Heilung erreichen kann. Aber es geht ja auch nicht nur um die Heilung, sondern oft hilft es auch, wenn die Patienten 1 oder 2 oder 3 Lebensjahre geschenkt werden können durch die Behandlung. Das ist auch wertvolle Zeit und das ist auch wichtig, dass man eben auch diesen Aspekt der besten Palliation mit ins Kalkül einbezieht. Sie haben vorhin schon bereits neue Techniken wie das Sondenverfahren erwähnt. Gibt es noch andere neue Verfahren? Es gibt auch noch Kathetertechniken zum Beispiel, die die Radiologen einsetzen können. Sie können über die Leiste die Leberarterie katheterisieren in der Röntgenkontrolle und können ganz gezielt in die Metastasen oder auch in ganze Bereiche der Leber oder auch die ganze Leber mit Chemotherapeutika behandeln oder auch kleine Partikel hineingeben, die vollgesaugt sind mit Chemotherapeutika wie ein kleiner Mikroschwamm. Und die reichern sich in diesen Metastasen an und geben dann über eine gewisse Zeit diese chemotherapeutischen Substanzen frei und können diese Metastasen in einzelnen Fällen dann auch abtöten oder verkleinern. Das kann als Palliation eingesetzt werden, also als lebensverlängernde Maßnahme, aber es kann auch als Vorbereitung für eine Operation in Einzelfällen zum Einsatz kommen. Ich denke, Sie haben sehr viele wichtige Sachen erwähnt und wie Sie schon gesagt haben, das Wichtigste ist, dass das im interdisziplinären Tumorboard besprochen wird und der Patient auch mit einbezogen wird. Das ist wichtig, dass auch dem Patient erklärt wird, natürlich, was man macht und warum man das macht.
Und ich kann einfach nur allen Patienten, die ein solch komplexes Problem haben, raten, sich auch eine zweite Meinung einzuholen, weil dort die Erfahrung in diesem Bereich sehr unterschiedlich ist. Und es ist immer gut, mindestens zwei verschiedene Meinungen von einer Expertenrunde einzuholen, bevor eine definitive Therapieentscheidung gefällt wird. Insbesondere dann, wenn es heißt, dass der Befund inoperabel ist. Dort gibt es nämlich sehr große individuelle Unterschiede in der Einschätzung und auch in der Erfahrung, wie man eine solche Situation unter Umständen durch vorbereitende Maßnahmen operabel machen kann. Ich hatte ja das Prinzip der Vorbehandlung erwähnt, Verkleinerung durch Chemotherapie, Behandlung von einzelnen Metastasen mit Sonden, um dann den Rest operativ zu entfernen. Also es gibt heute sehr, sehr viele Möglichkeiten und die sind nicht immer allen Ärzten in Gänze bekannt. Gut, vielen, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Dankeschön.